Hallöchen, Leute, willkommen zurück zu Brauner Soße in der Hose, zur vierten Episode von Outlast 2. Ich bin euer gut gelaunter Moderator Davy und es geht natürlich endlich weiter mit diesem Let's Play. Wir haben gestern die Vollstreckerin gesehen, wo sie sozusagen unseren Retter in der Not so richtig abgemuxelt hat. Wir gehen jetzt hier ganz gemütlich rein wieder. Und sehen hier, wie er tot ist. Es wundert mich, ich spiele jetzt einen Tag später. Und irgendwie sind seine Wunde geheilt. Nee, auf jeden Fall ist er tot wie als tot. Guck mal, oh, guck mal. Machen wir. Lassen wir mal offen. Als Not, falls wir hier jetzt weg müssen. Ich weiß ja nicht, welche Richtung wir hingehen müssen. Ich glaube, von da sind wir gekommen. Vermute ich mal. Da ist zu. Auf jeden Fall wunderprächtig. Dann gucken wir mal. Oh, ein Banjo. Ja, vielleicht spielen wir eine Runde Banjo-Kazooie. Gut, und ich denke mal, diesem Weg müssen wir jetzt folgen. Also man muss sagen, es ist schon anders aufgebaut wie Outlast 1, genauso wie Whistleblower, um ehrlich zu sein. Es ist schon wirklich was ganz anderes. Echt. Also nicht negativ gemeint, dem Mund, es ist wirklich anders da einfach. Sehr, sehr anders da. Ich mach mal ein bisschen lauter, damit ich die Umgebung ein bisschen besser höre. Okay, es plätschert was im Wasser. Hier schon wieder. Okay, hier ist eine Taschenlampe, aber ich glaube nicht, dass sie mir was nutzen würde. Okay, da kann ich mich verstecken. Vermute mal aber, dass ich dorthin muss. Oder? Nein. In der Tat nicht, aber ganz komische Geräusche, die gerade hier zelebriert werden. Das ist wirklich merkwürdig. Okay, da ist hier eine Kette. Muss ich vielleicht hier runter? Ich weiß es ja nicht. Etwas foxy. Naja, rennen wir mal hier den Fluss entlang. Ich denke mal, das wird der Weg sein, den wir hingehen müssen, genau. So, durchs Wasser. Das ist aber nicht schlau, oder? Wenn wir mal ehrlich sind. Oh. Das ist doch der Typ. Nee, das ist jemand anderer, glaube ich. Aber merkwürdig. Schwimmen ist anstrengend. Finde sicheren Boden, um dich zu erholen. Okay, jetzt sind wir komplett hier drumherum. Alter! Krasse Scheiße. Na, irgendwie will ich nicht in dieses Maisfeld, aber hier gehe ich auf jeden Fall rein. Vielleicht finde ich hier was Sinnvolles. Eventuell, ich bin mir natürlich nicht sicher. Doch, da haben wir schon mal ein Band. Aber heilen muss ich mich eh nicht. Also bis jetzt bin ich ja sehr gut, was die Energie angeht. Und da haben wir natürlich Kapitel 5. Und ich sah, und ein Wirbel kam aus der Nacht. Ein Feuer, das nach innen brannte, aus allen Richtungen zur Mitte, und es zog das Licht aus den Wänden, so dass ich in einer Leere war. Die schien in Regenbogen wie Öl auf einem schwarzen Spiegel. Ich sah trotz des Schmerzes und erblickte, wie aus der Mitte des Feuers kam die Gestalt eines Geschöpfs. Eine Gestalt, die einem Menschen ähnelt, wie ein Kreis einer Kugel. So wie der Querschnitt einer Kugel ein Kreis ist, so wäre der dickste
dieser Kreatur ein Mensch, ja, der dickste dieser Kreatur, genau. Und dies war deren Erscheinung. Sie schienen gleich Jesu Qual am Kreuz und hatten Brust und Geschlecht eines Mannes. Und ihre Gesichter waren zahllos und ineinander, das muss ineinander verschmolzen. Tausend Augen und alles ein Mund mit Flügel und Rachen und trennbar. Selbst dem Auge und, Auge wie Rachen dienten, was steht da unten, dem vollkommen Verzehr. So waren ihre Gesichter und dann waren sie die Knochen der Pferde, der vier Reiter und die Knochen der Reiter ebenso. Und dann wurden ihre Gesichter die Geschlechter der Engel und dann ein Leuchtfeuer, das sang mit einer Schönheit, die Verstand zerreißt und dann ein Spiegelbild in versiebertem Glas. Denn ihre Gesichter waren all dies zugleich und ihre Flügel verschmolzen und schlugen. Dann, dass die Zeit stillstand und in keinen Atem schöpfen konnte. Ja, okay. Was für eine Poesie. Ich weiß jetzt sogar, ob die Dame das hier oben gelesen hat, das gerade. Von hier oben ab. Ich weiß ja nicht. Vielleicht kann... Oh, das war nicht so geplant. Aber vielleicht kann ich mich jetzt heilen. Ja, der H-Knopf ist ein bisschen weit entfernt, um ehrlich zu sein, aber egal. So, okay, gehen wir wieder rüber. Ab ins Wasser hinein. Auch wenn das nicht das Ziel von mir war. Okay, dann haben wir wenigstens dieses Schriftzug gemacht. Okay, die Gläser sind beschlagt. Das ist nicht gut. So, da gehen wir... Oh. Da brannte es und brannte es. Okay, da drüben hin können wir nicht... Ja, 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 hast du wohl gedacht, dass ich mir die Hose scheiße? Nö. Heute nicht. Heute nicht. Aber bestimmt kommt's noch. Okay, Mikrofon anmachen. Die Geräusche gefallen mir nicht. Oh, da ist sie wieder. Die Kranke. The infants dashed to pieces all. The women with child shall be ripped up. Die kranke Sau, die Vollstreckerin. Und wir müssen bestimmt jetzt hier rein. 100% müssen wir jetzt hier rein, Leute. Oh, super. Super. Irgendwo da haben wir ein Loch. So, und rein mit dir. Oh oh. Oh oh. So. Ich musste jetzt rennen, weil ich jetzt echt die Panik bekomme. Nicht die Panik bekommen, aber ich will mich nicht erwischen lassen. Das muss hier echt nicht sein. Ob die schon hinter mir her sind, ist die andere Frage. Okay, die sind schon hinter mir her. Das heißt, ab hier durch. Oh, da haben wir eine Batterie. Nimm sie mit. Ich hoffe, dass es jetzt Sinn ergibt, so wie ich renne. Aber ich bezweifle es. Das ist nicht gut. So, komm. Irgendwo muss der Weg, der normale Weg. Oh. Okay, ich warte hier. Also, wir kriegen echt gerade hier Besuch. Das muss echt nicht sein. So, den Weg muss man davor. Okay. So, wir warten einfach mal hier drin. Ganz gemütlich und in Ruhe. Da drüben ist auf jeden Fall jemand. Oh, das war knapp. Vielleicht gehen wir wirklich mal... Oh, nee. Irgendwie müssen wir aber da raus. Hm. Oder ich nehme jetzt Gefahr und renne.
Ja, ich renne einfach mal. Und hoffe, dass wir jetzt nicht hier gesehen werden. Das ist sehr, sehr, sehr knapp. Das ist so verdammt knapp, glaube ich. Bemessen. So, wir sind jetzt da und ich denke mal, wir müssen da drauf oder drüber. Komm, hoch mit dir. Und durch. Eieieiei, das ist super. Das Dorf! Der Bekloppten. So, das gefällt mir nicht. Okay. Wir sind einigermaßen jetzt weg. Die Frage ist nur wie. Maybe there's a way through the barn. Okay. So, ich mach mal jetzt Licht an, dass ich mal was sehe. Macht er jetzt was oder steht er einfach nur so rum? So, komm. Und jetzt. Rein. Okay, der nächste Speicher. Oh, super. Fucking shit! Also, das ist halt. Das Problem ist halt gerade echt. So, wir haben es zu. So, heil mich. Eieieiei. Fuck you. Oh, fuck. Ja, ich weiß, dass ich jetzt drauf gehe gleich. Ah, wie Freddy Krüger oder eher gesagt, wie Jason mir voll die Machete in die Schläferei gehauen. Hä? Würde ich mal so formulieren. So, das ist halt echt nicht lustig gerade. So, das heißt, ich muss so rein. So, wie schaffe ich das jetzt, mich zu verstecken? Es wird nicht einfach, glaube ich. Also, das muss ich sagen, sind von den Passagen ganz anders da dargestellt. So, okay, du gehst jetzt links. Batterie habe ich. So, da kann ich mich verstecken. Sehr schön. Das muss man kurz jetzt erstmal genießen. Man muss echt sagen, zu Outlast 1 ist das schon ein gewaltiger Unterschied. Also ich sage nicht, dass Outlast 1 einfacher war. Aber es war anders da. Ich so formulieren darf. Super. Und da muss ich hinkommen. So. Und hoch. Und hoch mit dir. Sehr gut. Da sollte ich eigentlich hin. Okay, das sieht sehr, sehr kurios hier aus. Okay, da. Da sollte man nicht raus, oder? Aber doch, ja, da sollte man raus, vermute ich mal.
Achso, da können wir nichts. Ich habe gedacht, das können wir vielleicht schieben oder zumachen oder sowas, aber anscheinend eher nicht. So. So. Ah, da muss ich hoch. Okay. Muss man halt erstmal den Überblick finden. Oh, was war das? Uah. Das ist eine Leiche, glaube ich. Okay, da muss man interagieren, aber natürlich gucken wir uns den Brief als erstes an. 7. Januar, 3 weitere wurden heute an den Boiligen geschickt. Ihre Wunden waren zum Verbergen zu Florid. Alle zusammen hatten 7 Kinder, welche Papa Knut in meinen Obhut übergab. Ich habe nun über 40 Waisenkinder bei mir, welche mich verzweifelt lieben, wie nur ein Kind es kann, welches von Eltern verlassen wurde, die es einst für so natürlich und selbstverständlich wie die aufgehende Sonne hielt. Und ich liebe sie, denn ich werde niemals selbst Kinder haben, doch habe so viel Liebe zu geben. Selbst wenn Gott sie verlässt, werde ich sie trösten und führen. Das bedeutet, was bedeuten diese Träume? So, gucken wir uns das mal hier an. Genau an. Dass ich irgendwas vergesse. Ich glaube, da muss man nichts interagieren. Alles klar. Ja, die Stimmen sind schon ganz komisch. Natürlich sind da unten die Leute. Das ist klar. Ich glaube, hier muss ich ziehen, damit ich hier irgendwas aufmache. Das sieht ja auch ganz komisch aus. Machen wir mal das Ding aus. Uah, sieht das aus. Alle hopp. Interagieren wir mal. Oh! Fucking Christ! So, das will ich besser sehen. Das wird ein schönes Thumbnail. Alter, sieht das krass aus. Mein lieber Shirley. So, okay. Und jetzt hier drauf. Und ja, nicht runterfallen, wir müssen da drüben runter. Und runter. War ja klar, dass sowas passiert. Bäh. So. So, muss ich mich heilen? Nein, irgendwie muss ich mich nicht heilen. Ganz komisch. Alter, was für eine kranke Kacke hier. Meine Güte. Okay. Diese Passage haben wir auch schon überlebt. Ja, aber wieder mit einem Fehler. Also ich glaube, also das, ihr könnt euch darauf einstellen, dass wir jede Episode eventuell einen Fail haben tun, weil ich glaube, das ist auch der Sinn der Sache. Das ist nicht so wie bei Outlast 1, dass es so... Es würde nicht sein, dass Outlast 1 gemütlicher vorangegangen ist. Es war anders da, hä? Hier ist es fast nur Verstecken und Rennen. So kommt es mir vor. Geist Jesu, mach mich bereit. Vater Knot, leite meine Erlösung. Blut Jesu, was ist immer mit diesem Vater Knot? Gib mir von deinem Wein. Durch das getrennte Auge lass mich sehen. Engel des Herrn, leih mir dein Schwert. Gnädiger Jesus, erhöre mein Gebet. Heile mich in deinen Wunden. Halte mich an dich. Schütze mich vor dieser Welt und bereite mich auf das Teufels Stunde. In der Gemeinde Tempel Gate, auf das ich deine Schöpfung schütze, bis zu mir Frieden schenkst. Amen. Okay, das ist etwas sehr, sehr kurios gestaltet alles. Und das ist Blut. Okay. So, machen wir das mal, oder? Ich denke mal, ach komm. Obwohl wir nicht viel sehen, um ehrlich zu sein. Oh. Da vorne ist Licht. Aber was erwartet uns da vorne? Schon wieder ein Parallelwelt, oder was? Was war das wirklich? War das so irgendwie wirklich so ein Schub wieder in eine Parallelwelt oder sowas? Mhm. Was gibt's da unten? Gibt's da was unten? Ich guck mal, bevor ich hier was vergesse. Okay, hier ist eine Leiche, aber natürlich mit einer Batterie, die ich natürlich sehr gerne mitnehme. Jede Batterie ist kostbar, das wissen wir ja, was Outlast betrifft. Aber wie gesagt, es ist wirklich ein ganz anderes Outlast. Vom Gefühl her, klar, es ist immer noch das gleiche Gefühl, der Furcht und der Ängste, der Paranoia, die man hier dargestellt bekommt. Aber irgendwas ist sehr, sehr anders. Und es geht nicht darum, dass es nicht in der Psychiatrie ist. Nein, es geht wirklich nicht darum. Es ist wirklich was ganz anderes. Es ist, mir kommt so vor, dass ich viel, viel mehr renne als sonst. Okay, ich glaube, wir müssen hier runter oder hier an der Seite.
Ich glaube, nein, wir müssen runter. Ich glaube, das war wirklich der Sinn der Sache, oder? Nein! Okay, da habe ich mich getäuscht. Oh, okay, das heißt, das war jetzt ein sehr, sehr langer Rücksichtspunkt. Okay, ganz merkwürdig. Hoffen wir mal, dass der mal drin ist. Ist das drin? Ja, das ist notiert. Ganz merkwürdig. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay, die Batterie werde ich nicht mitgenommen haben. Okay, das heißt, wir müssen ein Rätsel lösen, dass wir hier weiterkommen. Irgendwo ist das Rätsel Lösung. So. Gucken wir uns das mal genau an. Was finden wir heraus? Okay, da ist ein Mensch, der tot ist. Aha. Aber leider sonst nichts hier. Okay, dann vermute ich mal, ist tatsächlich der Weg hier runter zu gehen. Weil wir können ja nicht über die Brücke. Das ist Fakt. Das wurde uns gerade dargestellt damit. So, die Batterie kann man mitnehmen. Okay, da kann man nicht hoch. Aber hier, seht ihr das? Das ist eigentlich ganz offensichtlich dargestellt, dass wir da hochspringen können oder hochklettern können. Okay, und jetzt muss ich da rüber. Ne, ich muss hier drüber. Da ist auch Blut an der Wand gewesen gerade eben, deswegen. Das dürfte man eigentlich nicht verfehlen. So, ich guck mal, dass ich es gleich sehe, dass ihr es auch seht, was ich meine. So, okay, da muss man noch einmal hoch, dann sieht man es. Da seht ihr. Das heißt, hier wird es eh symbolisiert, dass wir hier entlang müssen. So, der nächste Schritt ist natürlich darüber springen. Okay, warum wir wieder Energie verlieren, verstehe ich nicht, aber egal. Okay, und der nächste Speicherpunkt ist auch jetzt aktiv. So, Leute, damit werde ich hier mit dem Part von Outlast 2 beenden. Ich danke euch natürlich vielmals fürs Einschalten, schon wieder erschreckt wegen dem Mikrofon, obwohl ich es eigentlich gewohnt sein muss. Aber trotzdem, ich danke euch vielmals fürs Einschalten. Ein Daumen nach oben wäre nämlich wunderbar. Ein Abo wäre very, very nice, damit ihr natürlich nicht nur keine zukünftigen Projekte mehr verpasst und von mir, sondern auch die Videos natürlich dazu. Euer gut gelaunter Moderator Dave wünsche euch einen schönen Abend und damit sage ich Tschüssi, aha, Kowski.